Jo, heute willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, heute mal wieder auf Bausucht. Und ja, bevor das Video anfängt, würde ich euch natürlich erstmal empfehlen, schaut am besten mal in mein eines Video rein, denn da, ja, verlose ich halt 16 mal 1 Million. Und heute in diesem einen Video werden auch 1 Million davon ausgelost. Ja, und halt die nächsten 15 Videos wird auch jeweils halt 1 Million ausgelost. Das heißt, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt und auch gerne daran teilnehmen wollt, wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich sie in der Infokarte. Das müsste dann jetzt hier einmal aufgeploppt sein. Und ja, klickt einfach mal auf das Video drauf, entweder vor oder nach diesem Video hier. Ja, auf jeden Fall lose ich einen davon heute schon aus und die nächsten 15 halt in den nächsten 15 Videos. Denke ich jedenfalls, vielleicht mache ich auch mal zwei in einem Video. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, ja, ist der Gewinner halt irgendwo zufällig im Video. Und ja, die Bedingungen und alles seht ihr in diesem Video. Würde ich sagen, können wir heute mit dem eigentlichen Video anfangen. Und zwar möchte ich euch heute gerne drei Scam-Tricks zeigen, die relativ gemein sind und auch ziemlich asozial meiner Meinung nach. Und natürlich, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Ich zeige es euch natürlich auch nicht, damit ihr sie ausnutzen könnt, sondern einfach nur, damit ihr wisst, okay, das gibt's, das geht. Und so passe ich auf, dass das mir nicht passiert. Ja, und ich würde sagen, dafür gehen wir mal auf Dash, würde ich sagen, weil der eine Bug auch nur auf Virtual Dash geht. Eventuell habt ihr jetzt schon eine Vermutung, was das ist. Und ich meine natürlich nicht Bug, sondern Trick. Das ist indirekt auch ein kleiner Bug, aber naja, es ist halt. Naja, ich würde nicht sagen, dass es ein Bug ist. Ja, aber auf jeden Fall, ja, können wir eigentlich auch mit dem ersten auch schon anfangen und ist, ja, der ist halt, hat halt damit zu tun, dass ich hier Leute hin und her schieben kann. So, und wenn der halt jetzt keinen, ja, Item-Spalten-Bug hat, könnte ich den jetzt so lange schieben, bis ich den dann hier über diesen ganzen Weg, zum Beispiel vom Spawn oder vielleicht sogar hier am Spawn irgendwo steht, oder auch auf seinem Grundstück, könnte ich auf jeden Fall hier lang schieben und vor allem hier halt am Spawn ist es ziemlich einfach. Ja, weil hier nicht mal ein Rand ist. Und ich glaube, ja, auf Stufen kann man, glaube ich, auch raufgeschoben werden. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, ja, können wir den halt jetzt theoretisch ganz weit lang hier schieben und dann irgendwann auf unser Platz draufschieben und töten. Und wenn er da halt kein Spaltenpack hat, ja, dann haben wir halt seine Sachen. Und das ist halt auch schon, ja, so ein bisschen Bug, würde ich halt behaupten. Das ist jetzt halt nicht direkt ungewollt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine mit Bug. Das ist jetzt nicht direkt ein Fehler, sondern halt was man eigentlich eher denkt, was nicht so sein sollte, dass man das machen kann, einfach mit Spielern. Also ich meine, ich könnte jetzt theoretisch den Spieler hier, könnte ich jetzt einfach hier ins Wasser schieben. Hallo, bitte geh ins Wasser. Genau. So, wenn ich den jetzt hier ins Wasser geschoben habe, passiert natürlich nicht viel, weil er dann einfach, ja, so bleibt, wie er ist, da es ja hier am Spawn diese Unterwasser-Beacons, die Conduits gibt. Das heißt, er kann hier unter Wasser atmen. Ja, das ist schön und gut, aber ich kann ihn halt jetzt auch auf meinen Plot schieben oder was auch immer. Genauso kann man das übrigens auch mit den Spielern machen, wenn die AFK stehen und die auch hier in diesen, ja, Strom hier reinschieben, dann, wenn die das Anti-Feuerschaden-Perk nicht haben und seinen Behalten-Perk nicht, dann sterben die hier drauf und verlieren auch ihre Items dann und dann können die einsammeln. Ja, wie ihr euch dagegen schützt, steht halt einfach nicht AFK. Wenn ihr schnell weg müsst, einfach schnell disconnecten. Oder ihr habt halt die Perks, wie ihr an die Perks kommt, das ist ganz einfach. Es gibt hier am Spawn auf jedem Citybild irgendwo so eine Truhe. Und da drin gibt es einmal normale Truhen, epische Truhen und legendäre Truhen. Und ja, die normalen Truhen bekommt ihr, wenn ihr votet. Das könnt ihr mit slash vote, bekommt ihr einmal einen Link, da klickt ihr rauf, gebt euren Namen ein, drückt dann auf fertig und so ein Zeug. Dann drückt ihr hier einmal slash Geschenk im Chat, bekommt ihr eine von den Truhen. Die epischen und die legendären Schatztruhen könnt ihr euch im Bowser-Shop kaufen und in dem bekommt ihr auch die Perks. Allerdings könnt ihr halt übers Voten auch eine von diesen epischen oder legendären Kisten gewinnen. Ja, an sich würde ich sagen, war es eigentlich auch schon mit dem ersten miesen Scam-Trick. Und dann würde ich sagen, kommen wir aber direkt zum zweiten. Okay, der zweite Scam-Trick ist auch schon etwas komplizierter und vermutlich auch ziemlich auffällig. Das heißt, man kann sich relativ leicht dagegen schützen. Und zwar ist das Ganze so, stellt euch vor, ich habe hier meinen Plot und auf diesem Plot, keine Ahnung, handel ich oder tu was auch immer. Wenn jetzt jemand bei mir was kaufen möchte, verkaufe ich dem, wenn ich hier auf diesem Plot bin, meine Items oder sowas. Und ja, der möchte jetzt, keine Ahnung, von mir 12 Enderperlen oder sowas kaufen. Und ich habe das Item-Spalten-Perk nicht. Und dieser Spieler möchte das an mich verkaufen und ich habe noch ein GS frei. Dann gibt dieser Spieler mir ein Grundstück, auf dem er vorher slash P. Flag Set PvP Allow, glaube ich, ist die Flag. PI PvP True. Genau, das heißt, da setzt er einfach diese Flag drauf und gibt dann mir das Grundstück. Jetzt könnte ich zum Beispiel P, SO und dann Block Eater machen. Ja, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Und dann ist er auf diesem Grundstück halt PvP an. Und dann sagt der Spieler mir zum Beispiel, ja, komm mal zu deinem neuen Grundstück, habe ich dir gerade gegeben, voll cool oder so. Hat dann vielleicht das Form sogar hier, vielleicht auch mit einer PH-Falle, ja, je nachdem, ja, wie er euch halt kennt, kann er halt auch gucken, welches Perk ihr habt und halt dementsprechend halt dagegen arbeiten. Das heißt, wenn ihr das No-Fall-Perk hat, bringt ihm eine PH-Falle natürlich nichts. Dann aber immer noch diese PvP-Methode hier.
Allerdings muss er euch bei der noch töten und ihr dürft halt zum Zeitpunkt keine Rüstung anhaben. Ja, was aber dazu ganz einfach zu sagen ist, legt einfach euren Stuff weg, wenn ihr zum Gas geht, von dem ihr nicht wisst, was es macht. Auch wenn es euer eigenes geworden ist, einfach Stuff weglegen, hingehen, dann einmal überprüfen, yo, alles hier bei rechten Ding. Und dann klappt das Ganze auch ganz easy und ihr könnt dadurch nicht mehr betrogen werden. Natürlich hilft euch auch hier wieder, so teilweise jedenfalls ein Perk aus dem Bowser-Shop, beziehungsweise ein Perk aus der Truhe, welche ihr im Bowser-Shop bekommen könnt. Und zwar das Snowfall-Perk. Und zwar kann man damit, ja, wenn halt der Spieler eine PH-Falle baut und man selber in die reinfällt, halt was dagegen machen, weil man halt nicht stirbt. Aber ja, an sich geht halt PvP trotzdem noch. Dagegen gibt es auch keinen Perk. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch schon mit dem Trick. Ja, der war halt ein bisschen kürzer, aber ich würde sagen, kommen wir jetzt nochmal zum dritten Trick und zu dem, wo ich auch behaupten würde, dass es der mieseste von allen ist, weil er auch am schwersten zu erkennen ist, würde ich jetzt sogar behaupten. Ja, aber ich würde sagen, ja, sehen wir uns auf jeden Fall nach einem kleinen Cut wieder. Okay, der nächste Trick, ja, der ist auch relativ gemein, wie ich schon erwähnt. Und zwar gibt es ja neuerdings den, ich weiß nicht, auf welchem Rang der verfügbar ist, ob schon ab allen, auf jeden Fall den P-Flag Set Greeting Befehl. Mit diesem Befehl könnt ihr eine Begrüßung auf eurem Plot setzen, zum Beispiel Hallo. Und jetzt seht ihr zum Beispiel, wurde es auch geupdatet. Jetzt steht bei mir auch im Chat einmal Hallo. Ja, wenn ich jetzt halt einmal hier vom Plot runterfliege und dann halt wieder raufgehe mit /ph, seht ihr gleich im Chat steht einmal Hallo, genau, und zwar einmal über dem, du wurdest teleportiert. Steht jetzt einmal das Hallo, wenn ich jetzt einmal hier so runtergehe und dann wieder rauf, steht auch einmal Hallo im Chat. Ja, das ist an sich eigentlich eine ganz coole Funktion. Zum Beispiel kann man dann halt auch sowas machen, wie, ja, und F und L willkommen, Prozent Player Prozent. Und da muss auch bitte einmal ein Prozent hin. Ja, und dann steht halt einmal jetzt hier im Chat, wenn wir jetzt einmal hier hingehen und runtergehen und dann einmal /ph machen, willkommen im Blockiter. Und ja, das ist halt eigentlich relativ cool, würde ich jetzt mal behaupten. Was auch sehr cool ist, dass man da sogar Zeilenumbruch machen kann. Das heißt, wir können jetzt einfach hier vor unserem Player machen, wir auch Backslash nochmal, Backslash N und dann zum Beispiel um 6 und L Prozent Player Prozent und dann und A und L stinkt. Und ja, wenn wir das jetzt einmal machen, seht ihr auch schon im Chat, seht ihr einmal willkommen und dann der Name von dem Spieler und stinkt. Das kann ich auch nochmal zeigen, indem ich hier rausgehe einmal so und so. Dann steht hier einmal willkommen, Blockita stinkt. Und ja, das ist auch nicht so, dass hier jetzt irgendwie ganz viele Leerzeichen reingemacht wurden, sondern es ist wirklich eine neue Zeile. Ja, das heißt, es sieht exakt so aus, als würde es stimmen. Und wenn man dann halt jetzt das Ganze so macht, dass man ja halt da zum Beispiel noch ein paar Fake-Nachrichten reinmacht, sowas wie und C King und 7 und dann und C irgendein King und 8 Doppelpunkt und F cooles Plot by /ph irgendein King. Dann würde es jetzt schon mal so aussehen, als würde der King namens irgendein King schreiben, cooles Plot by ph irgendein King. Ja, das ist an sich insofern wichtig, weil man jetzt halt eine Nachricht von dem Spieler faken kann. Ist an sich nicht mal ja so krass super schlimm. Was aber jetzt schlimm ist, dass wir danach zum Beispiel einfach, um davon abzulenken, dass es eigentlich dieser Text ist, einfach nochmal was machen können und dann zum Beispiel und 7 und 6 und dann Bank und 7 und dann und A. Ich weiß nicht, wie die Nachricht aussieht, wenn man von einem Spieler Geld bekommt, weil ich jedenfalls nicht gerade auswendig. Zum Beispiel, du hast dann, ich glaube, und E, keine Ahnung, 10.000 und dann und 6 Münzen und A von und D. Und dann Supreme und dann und 7 und D Block unterstrich Ita und A erhalten. Ich weiß nicht, ob das die Nachricht ist, aber so in der Art. Und diese Nachricht sieht halt jetzt, wenn man sie halt richtig gemacht hat, 1:1 so aus wie die wirkliche Pay-Nachricht. Und ja, man denkt halt nichts dadurch, weil halt da drüber steht, noch von einem normalen Spieler die Nachricht. Ja, wie ihr euch dagegen schützen könnt, achtet einfach darauf, ob ihr das Geld wirklich erhalten habt. Rechts seht ihr das. Und achtet auch drauf, ob das an dem Plot liegt, geht einfach immer wieder runter vom Plot und also, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel seht, jetzt zum Beispiel macht irgendein Spieler das auf dem Plot, dann seht ihr ja hier, ja, dann achtet einfach drauf, okay, da ist was mit dem Plot oder auch wenn es noch nicht ist, einfach einmal runtergehen von diesem Plot, wo ihr gerade drauf gegangen seid und wieder rauf und wenn es dann genau wieder da steht, dann wisst ihr es oder auf dem Plot /pi machen, dann wisst ihr es auch, denn hier steht jetzt zum Beispiel unter dem Flag Greeting, willkommen, bla bla bla, seht ihr alles, was da steht. Und ja, das ist an sich so der Trick, würde ich jetzt mal sagen, wie man sich auch dagegen schützen kann. Ja, an sich war es auch schon mit dem Video. So, an sich kommen wir jetzt aber auch schon mal zur Verlosung. Das werde ich jetzt reinschauen, das heißt, ich weiß jetzt noch nicht, wer gewonnen hat.
Aber ich wünsche natürlich allen jetzt gerade viel Glück und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt nach der Verlosung wieder. Okay, ich habe jetzt hier den Link schon mal eingegeben, habe ja auch für die Duplicate Users den Haken halt aktiviert. Wir können ja aber einmal gucken, wie viele es ohne Haken sind und dann sind es 166 Kommentare. Wenn wir aber mit Duplizierten gucken, dann sind es 158. Und ich würde sagen, viel Glück an alle, ich drücke jetzt auf Start. Und der glückliche Gewinner, wenn er mich dann abonniert und alle anderen Regeln auch befolgt hat, ich glaube, es war eigentlich nur abonnieren und einen Kommentar schreiben. The best Manuel, keine Ahnung, ob man das so sagt. Würde mich extrem über den Gewinn freuen. In-game the best Manuel. Schreibt mal in die Kommentare, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt einmal gucken, ja, ob der mich abonniert hat. Können wir das irgendwo machen? Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich auf seinem Kanal bin. Ah, okay, ich bin dumm, man kann einfach hier raufklicken, dann öffnet sich der Seite von dem. Und Leute, ihr seht hier, okay, er kann mitmachen, weil er mich abonniert hat. Er kann mich jetzt natürlich auch wieder deabonnieren, das war einfach jetzt nur so, keine Ahnung, dass man so ein bisschen Anreiz hat, mich zu abonnieren. Das heißt, ich würde sagen, the best Manuel, ja, auf jeden Fall, ja, du hast jetzt 1 Million Münzen auf Bausucht gewonnen. Ich würde sagen, am besten schreibst du mal einen Kommentar unter dieses Video, wann, wie und wo ich dir rechnen kann. Oder du guckst einfach mal ab und zu auf Bowser vorbei, wenn du mich mal siehst, dass du mich anschreibst. Und ja, ich würde sagen, ja, das war's mit der Verlosung. Ja, denkt dran, ihr könnt noch 15 weitere Millionen gewinnen in den nächsten 15 Videos. Oder wenn ich das halt ein bisschen anders mache, halt in den nächsten paar Videos. Auf jeden Fall, dazu habe ich am Anfang ja in der Infokarte ein Video verlinkt. Ja, schaut es euch einfach an, wenn ihr mitmachen wollt. Ja, ansonsten würde ich sagen, war's mit der Verlosung. Okay, ich habe jetzt natürlich geschnitten, das heißt, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Aber auf jeden Fall trotzdem herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich würde sagen, das war es eigentlich schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert mich auch gerne und aktiviert die Glocke. Ansonsten, ja, schaut auf jeden Fall gerne bei dem Verlosungsvideo vorbei. Und wenn ihr dann auch teilnehmen wollt, wie gesagt, es sind noch 15 Stück, die ich raushaue. Und ja, an sich würde ich sagen, war es mit dem Video. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.